Ja, hi, liebe Kleeblatt-Fans, herzlich willkommen zu unserer ersten Ausgabe des Kleeblatt-Calls. Ich bin die Dani und normalerweise versorge ich euch über unsere Social-Media-Kanäle mit Content rund um die Mannschaft, aber natürlich halten auch wir momentan Abstand und ja, deswegen haben wir uns überlegt, wir treffen uns einfach digital. Das heißt, regelmäßig werden wir jetzt eine neue Ausgabe des Kleeblatt-Calls für euch an den Start bringen, immer mit wechselnden Gästen. Heute ist Stefan Leitl zu Gast zum Auftakt. Und ja, Stefan, wir haben uns auch schon lange nicht mehr gesehen. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Das Wichtigste vorneweg, wie geht's dir eigentlich? Ja, hi Dani, erstmal vielen Dank, sehr gut. Ich hoffe, dir auch. Wir sind alle gesund hier bei unserem Trainingszentrum und das ist auch momentan das Wichtigste in dieser Phase. Das letzte Mal, als wir ein bisschen mehr von dir hören durften, war per Telefon. Da warst du auch noch im Homeoffice. Ich weiß nicht, mir persönlich ging es so, ich habe mich nach einer Zeit lang dran gewöhnt, an dieses Homeoffice, aber als Trainer gewöhnt man sich eher nicht so dran oder will man sich auch gar nicht dran gewöhnen. Ja, ist natürlich ein schöner Begriff, Homeoffice für einen Trainer. Es war ja schon auf der einen Seite natürlich eine schwierige Phase einfach, weil wir uns natürlich fast in, oder nicht nur fast, sondern in Isolation befunden haben und mussten ja trotzdem eine Trainingssteuerung an den Tag legen, dass die Jungs dann auch dementsprechend fit bleiben. Für mich persönlich war es natürlich eine Phase, wo ich doch sehr viel Zeit dann auch mit meiner Familie verbringen konnte, was auch eine sehr schöne Zeit war. Aber auf der anderen Seite bist du natürlich Trainer und ich bin natürlich auch froh, dass ich jetzt wieder auf dem Platz stehen kann. Ja, du hast gerade schon gesagt, die Mannschaft oder die Jungs waren dementsprechend auch zu Hause auf sich allein gestellt oder beziehungsweise mussten allein trainieren. Wie zufrieden warst du mit dem, was sie aus dem Homeoffice mitgebracht haben? Wie fleißig oder waren sie dir fleißig genug? Oh ja, sie waren sehr fleißig. Also ich war sehr zufrieden. Ja, sie haben alle Trainingseinheiten absolviert. Wir haben natürlich versucht, das ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten. Zu Beginn der Pandemie war es ja uns auch noch möglich, alleine draußen laufen zu gehen. Das heißt, wir hatten Laufeinheiten, wir hatten Spinning-Einheiten, wir hatten ein Cybertraining mit unserem Athletiktrainer, mit dem Michael Schleinkofer, und haben da versucht, auch die Jungs ein bisschen oder den Jungs ein bisschen Abwechslung zu geben, aber natürlich auch immer wieder freie Tage gegeben. Und ich denke, wir sind ganz gut, ja, mit diesem Einzeltraining gefahren und zeigt jetzt auch oder ja, zeigt einfach die ersten Trainingseinheiten, dass die Jungs wirklich ordentlich in Schuss sind. Der erste Schritt wieder zurück raus aus dem Lockdown war für euch das Kleingruppentraining. Was war das für ein Gefühl, wenn man Abstand halten muss, sich nicht so begrüßen darf, vielleicht wie man sich sonst begrüßt? Wie war das für euch am Anfang? Ja, es war schon sehr schwierig, gerade für uns jetzt auch im Trainerteam, weil wir doch alle sehr, sehr viel Nähe zu unseren Spielern einfach haben. Und trotzdem war es ein schönes Gefühl, in diesen ganzen Gruppen die Jungs über den Tag verteilt dann auch wieder hier am Trainingszentrum zu haben. Und auch diese Phase haben wir im Trainerteam natürlich genossen. Für die Jungs war es auch wieder eine Abwechslung, auch wenn das natürlich mit Mannschaftstraining oder Fußballtraining eher weniger zu tun hatte. Aber auch diese Phase, denke ich, haben wir sehr abwechslungsreich und sehr gut überstanden. Also Hand aufs Herz, die Jungs hatten lange dann keinen Ball auch am Fuß, standen lange nicht auf dem Platz. Waren die ersten Einheiten arg schlimm anzuschauen? Nein, überhaupt nicht. Also es war große Freude innerhalb der Mannschaft, als wir das Go bekommen haben, dann auch wieder ins Mannschaftstraining einzusteigen. Und die Jungs, wir haben sie einfach nur spielen lassen und hat sehr viel Spaß gemacht, sie dabei zu beobachten. Und wie gesagt, es ist einfach unser Job auf dem Platz, Fußball zu spielen. Und das versuchen wir jetzt auch im Trainerteam die nächsten Tage einfach umzusetzen, dass wir ihnen den Ball geben, dass sie viele Spielaktionen haben, um einen Rhythmus für den Start dann auch zu bekommen. Jetzt war es ja einigermaßen absehbar, dass wir wieder starten dürfen in den letzten Wochen. Aber wie groß war dann trotzdem nochmal die Erleichterung, als es dann wirklich feststand und hieß, das Wochenende vom 15. Mai ist es dann jetzt auch? Ja, Erleichterung. Es war immer so ein Hin und Her, weil wir hatten schon immer großes Vertrauen und haben auch immer gehofft, dass wir spielen können.
Hat sich dann ja auch immer wieder verschoben und dann kam endlich dieses Go und dann war es natürlich große Freude jetzt innerhalb des Teams, dass es jetzt weitergeht und Erleichterung natürlich, dass wir spielen können, dass wir ja für unseren Verein natürlich auch eine Erleichterung. Ja. Wir müssen natürlich die Saison auch zu Ende bringen, damit wir auch in Zukunft einfach unsere Mitarbeiter hier auch weiter beschäftigen können. Es ist zwingend notwendig, dass wir in der Liga starten und dass wir spielen. Und deswegen sind wir natürlich froh, dass uns das jetzt ermöglicht wird. So, Erleichterung und die Freude ist die eine Seite, ist es vielleicht aber auch irgendwie Stress, die Jungs jetzt auch wirklich spielfit zu bekommen bis Sonntag? Ach, Stress nicht. Es ist sicherlich keine einfache Aufgabe, weil, wie gesagt, wir hatten jetzt lange kein Balltraining, haben lange pausiert, wenn man es mal so sagen möchte, und hast jetzt knapp 10 Tage Zeit, um eine Mannschaft auf eine sehr intensive Zeit vorzubereiten. Und das ist schon schwierig. Und ich hoffe einfach, dass wir gut durch diese Wochen kommen und dass wir einfach für uns als Mannschaft und auch als Verein das Beste draus machen. Jetzt 10 Tage Vorbereitungszeit und fast 10 Wochen waren es jetzt seit dem letzten Spiel in Kiel. Wie schwierig ist dann das Ganze jetzt trotzdem, das alles in den 10 Tagen hinzubekommen? Ja, alles wirst du nicht hinbekommen. Wichtig ist jetzt, so wie ich es vorher schon gesagt habe, dass die Jungs ein Gefühl für den Platz, für den Raum wieder bekommen. Und einfach spielen und in fußballtypische Bewegungsformen und in Abläufe kommen. Das heißt, dass sie in Zweikämpfe kommen, zu richtigen Torabschlussaktionen kommen. Und das haben wir uns auf die Fahne geschrieben und wir werden spielen, 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 bis es am Sonntag dann losgeht. Und ich glaube, taktisch gesehen sind wir sehr weit und ist auch nicht viel verloren gegangen, wenn man auch die Trainingseinheiten sieht. Und es geht einfach darum, Rhythmus zu finden und ein Gefühl in seine Aktionen und in seine Abläufe zu bekommen. Und das wollen wir die Woche auch umsetzen. Bis es jetzt dann wieder losgeht am Sonntag, seid ihr noch in Hotelquarantäne? Kann man sich das vorstellen wie ein Trainingslager quasi, dass alles durchgetaktet ist, der ganze Tagesablauf? Oder wie kann man sich das vorstellen, wie es läuft? Jein, würde ich sagen, es ist natürlich durchgetaktet. Wir haben natürlich auch sehr hohe Auflagen von der DFL, die wir beachten müssen. Und wie gesagt, die Tage sind schon durchgetaktet, aber es ist natürlich auch so, dass wir isoliert essen müssen. Alle Spieler beziehen ein Einzelzimmer. Wir haben nur zwei Standorte, an denen wir uns bewegen. Das ist einmal das Hotel und zum anderen hier das Trainingszentrum. Und deswegen kann man es nicht ganz wie ein Trainingslager sehen. Hallo Frau Hofmann, ich grüße Sie. Hallo zusammen, Lange hallo Herr nicht gesehen und Leidl. gehört. Ich hoffe, Ihnen geht's gut. Ja, danke. Ihnen Schön. hoffentlich auch. So, hallo Frau Hofmann, guten Tag. Hallo. Jetzt würde ich noch kurz ein, zwei Fragen mit Stefan klären und dann würde ich auch Sie direkt mit reinnehmen. Ist das in Ordnung? Wunderbar, gerne. Perfekt. Stefan, noch kurz zum Auftakt jetzt am Sonntag. Das HSV-Spiel, im Prinzip habt ihr euch ja schon mal vorbereitet auf den HSV. Kannst du da jetzt einfach drauf aufbauen oder ist es komplett was anderes jetzt doch nochmal? Ja, es ist schon was anderes, weil sich beide Mannschaften natürlich auch in einer anderen Situation befinden. Und ich glaube, für uns ist wichtig, dass der Fokus bei uns liegt und wir gar nicht so sehr Richtung HSV schauen, sondern jetzt diese Zeit auch intensiv für uns nutzen, um dann am Sonntag wirklich eine gute Mannschaft auf den Platz zu bringen, die sicherlich konkurrenzfähig sein wird. Und wenn wir uns auf unsere Stärken besinnen, dann werden wir auch ein gutes Spiel abliefern. Ja, jetzt kann man vielleicht sagen, wenn man es so will, hatte die Corona-Pause vielleicht eine positive Sache, dass du wieder fast alle Jungs fit zur Verfügung hast. Kann man das so sagen? Nein, möchte ich nicht so sagen, weil ich glaube, diese Pandemie hat nichts Gutes. Und die Jungs wären auch so wieder fit geworden und wir hätten sie dann eingliedern können. Natürlich ist es der Situation geschuldet schön für uns, dass alle wieder jetzt mit dabei sind und im Training sind. Ein Thema ist natürlich jetzt das Spielen ohne Zuschauer. Einfach unvermeidlich, dass wir überhaupt wieder Fußball spielen dürfen, aber es wird
sicher ein komplett anderer Fußball werden. Ne? Ich meine, die Spieler, wenn oder die Jungs, wenn ein Tor schießen, die rennen nicht direkt zur Nordtribüne, um zu jubeln wahrscheinlich, weil da ist einfach niemand. Thematisiert ihr das auch in der Mannschaft und kann man sich da irgendwie darauf vorbereiten? Ja, wir haben natürlich schon Gespräche mit den Spielern geführt und werden es jetzt auch in dieser Woche noch intensivieren. Wir hatten am Samstag ein Spiel, ein Trainingsspiel schon im Stadion in Trikots, zwei Mannschaften, wo wir die Jungs in diese Situation gebracht haben. Ja, für uns sicherlich kein Vorteil, dass wir zu Hause nicht vor unseren Zuschauern, vor unseren Fans spielen können. Auch, glaube ich, in diesem Jahr sicherlich noch weniger ein Vorteil, wenn wir eine gute Heimbilanz bisher haben und auch tolle Heimspiele bisher gespielt haben und dann natürlich unsere Fans und Zuschauer auch ihren Teil dazu beigetragen haben und für uns zu Hause kein Vorteil. Trotzdem werden wir die Situation annehmen und werden einfach das Beste draus machen, ja, und auch in dieser Woche nochmal drauf eingehen, den Spieltagsablauf nochmal durchgehen, besprechen, auch vielleicht nochmal nachstellen, dass es einfach keine Überraschungen am Spieltag gibt. Und dann denke ich, sind wir auch gut vorbereitet für dieses Spiel am Sonntag. Alles in allem besonderes Wochenende trotzdem für den ganzen Fußball mit dem Restart. Aber für uns auch noch gibt es noch einen anderen Grund, warum es ein besonderer Spieltag ist. Und zwar haben wir jetzt endlich unseren Motto-Spieltag Vielfalt gewinnt. Und deshalb darf ich jetzt auch Frau Hofmann begrüßen in unserer Unterhaltung. Frau Hofmann, nochmal Hallo an Sie. Hallo zusammen. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben und sich reingeschaltet haben in unseren Kleeblatt-Call. Aber auch an Sie erstmal natürlich die wichtigste Frage: Wie geht's Ihnen? Geht's Ihnen gut? Danke, mir geht es gesundheitlich gut. Vom Job her ist es schon ein bisschen schwieriger. Da geht es mir so wie natürlich vielen anderen auch. Jetzt haben wir hier unseren Chefcoach zu Gast und bestimmt, Sie sind ja auch großer Fußballfan. Haben Sie vor dem Restart auch viele Fragen, die Ihnen am Herzen liegen? Was würde Sie besonders interessieren von Stefan Leitl? Stellen Sie ihm gerne eine Frage. Naja, ich habe jetzt Ihre Unterhaltung nicht komplett verfolgt, aber natürlich würde mich schon interessieren, inwieweit man eine Mannschaft anders vorbereiten muss. Und mich würde natürlich auch interessieren, ob man die Taktik kennt, die sozusagen der Gegner oder wie der sich vorbereitet hat. Also das wäre zum Beispiel eine Frage, die mich schon interessieren würde. Und dann ist es natürlich so, dass ja Fußball ein sehr körperbetontes Spiel ist, ob man da in der Spielweise dann plötzlich eine Verhaltensänderung sich vorstellen kann, weil das ist ja auch für die Spieler, ist das ja alles sehr ungewöhnlich, wie das dann stattfindet, ne? Ja, das stimmt natürlich. Um die letzte Frage als erstes zu beantworten, wir haben natürlich, als wir das Go bekommen haben, dass wir in Mannschaftsstärke trainieren dürfen, sofort auf Spielformen umgesetzt. Und dadurch waren natürlich die Spieler direkt in Zweikämpfe und in ihrem gewohnten Rhythmus auch wieder ausgesetzt. Und man hat schon gemerkt, zu Beginn war eine leichte Verunsicherung natürlich spürbar. Aber jetzt mit jeder weiteren Trainingseinheit legen die Jungs das auch ab. Und ich glaube, dass wir... dass meine Jungs am Sonntag sicherlich da auf einem guten Niveau auch sein werden. Vorbereitung auf den Gegner ist natürlich sehr, sehr schwierig. Es befinden sich ja alle Mannschaften momentan in Quarantäne. Ich habe das auch schon beantwortet. Der HSV hat ja auch Personalsorgen. Sie hatten auch einige Spieler, die zum damaligen Zeitpunkt nicht einsatzfähig waren, die jetzt wieder mit dabei sind. Also man muss sehen, wie sich der Kader des HSV dann auch zusammenstellt. Ich glaube, für uns ist wichtig, dass wir den Fokus auf uns behalten, auf unsere Prinzipien, auf unser Spiel und wirklich unsere Mannschaft, unsere Spieler stärken, um dann am Sonntag auch ein gutes Spiel abzuliefern. Frau Hofmann, Frage an Sie. Sie haben die Geschehnisse jetzt auch sicher verfolgt, wie es weitergeht mit der Bundesliga und zweiten Liga. Wie gespannt waren Sie dann doch auf die Entscheidungen der Politik und der DFL vergangene Woche? Naja, ganz klar habe ich die Entscheidung mit großer Spannung verfolgt und habe mir auch jede Meldung, die ich irgendwie kriegen konnte, sozusagen reingezogen.
weil ich natürlich der Meinung bin, dass es ja auch bei den Profivereinen genauso ist wie bei jedem anderen Wirtschaftsunternehmen auch, dass da eine ganze Menschen, ganze große Anzahl von Mitarbeitern dranhängt. Das sind ja nicht nur die Profis, die auf dem Platz sind, sondern das sind dahinter ganz viele Menschen, die darauf warten, wieder normal ihren Job machen zu können. Das ist im Grunde genauso, wie es bei uns im Unternehmen halt auch ist. Da wartet man drauf, dass man wieder einigermaßen normal arbeiten kann. Und deswegen freue ich mich schon sehr, dass es jetzt für die Spielvereinigung am Montag, am Sonntag wieder losgeht. Also, und ich sitze natürlich da ganz gespannt vorm Fernseher. Ja, Sie haben es gerade angesprochen, da hängen auch viele Jobs von Mitarbeitern dran. Da sind Sie ja quasi die Expertin als eine, die ein großes internationales Unternehmen auch führt. Was bedeutet das Ihrer Meinung nach für die Gesellschaft, dass der Fußball jetzt wieder rollen darf? Naja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass es wieder so das Zurückbringen von einem Stück Normalität ist. Und das finde ich enorm wichtig, dass wir so langsam aber sicher wieder zur Normalität zurückkehren und uns einfach auch wieder über andere, über aktuelle Dinge freuen können. Denn ich muss sagen, ich habe als Sportfan habe ich es doch ein bisschen satt, die 10. Wiederholung von irgendeinem Meisterschaftsspiel zu sehen. Also ich freue mich einfach drauf, mal wieder ganz aktuelle Spiele zu sehen. Und ich glaube, das geht ganz, ganz vielen so. Die werden am Sonntag oder jetzt dann schon am Wochenende wieder vorm Fernseher sitzen und sich freuen, dass man ein bisschen Abwechslung hat. Und nicht immer nur diese Corona-Nachrichten in allen Variationen rund um die Uhr hört. Da bin ich ziemlich sicher. Die auch wichtig sind natürlich, aber natürlich freuen wir uns alle. Stefan, der kurze Schwenk zu dir. Wie war das Feedback so aus deinem privaten Umfeld zu dem Wiederstart oder zu der Wiederaufnahme des Spielbetriebs? Gab es da auch Diskussionen? Musstest du ein bisschen auch den Fußball verteidigen vielleicht? Nein, gar nicht. Also große Freude auch, so wie es Frau Hofmann schon gesagt hat, meinem Umfeld eigentlich sehnsüchtig danach darauf gewartet, dass es endlich wieder losgeht, um tatsächlich ein Stück Normalität wieder herzustellen. Und es gibt sehr, sehr viele Fußballfans in Deutschland, die auf diesen Tag warten und die auch vernünftig sein werden und die Spiele mit ihren Mannschaften dann auch mitfiebern werden. Und ich hoffe, dass wir natürlich dann unseren Beitrag dazu leisten, dass, wie gesagt, dass es mal ein anderes Thema, vielleicht Freitag, Samstag, Sonntag als Corona gibt. Ja, das würde, glaube ich, uns alle freuen. Ist ja für uns alle auch gerade nicht einfach, Frau Hofmann. Wie gehen Sie denn in Ihrem Unternehmen mit der Situation gerade um? Ich meine, Sie haben viele unterschiedliche Sichtweisen auch. Sie haben auf der einen Seite die angestellten Mitarbeiter, auf der anderen Seite Menschen, die Sie in Arbeit bringen wollen mit Ihrem Unternehmen, Seminare und so weiter. Wie managen Sie das alles? Ja, es ist aber im Moment eine wirklich ganz schwierige Situation, auch wirklich schwierig, auch für unsere Verwaltungsmitarbeiter. Denn Sie müssen sich vorstellen, auf der einen Seite haben wir etwa 5000 Mitarbeiter, die schwerpunktmäßig in der Automobil- und Automobilzulieferindustrie eingesetzt sind und die sind im Moment in Kurzarbeit. Und hier werden die Produktionen so im Laufe der nächsten Tage und Wochen hoffentlich wieder anlaufen. Und dann haben wir aber etwa 7000 Mitarbeiter, die in sogenannten systemrelevanten Branchen eingesetzt sind. Das heißt in der Gesundheitsbranche, die sind in der Lebensmittelbranche, in der Logistik. Und da sind zum Teil die Mitarbeiter natürlich außerordentlich gefordert und haben auch hohe Anforderungen dadurch, dass natürlich die Kinderbetreuung nicht immer gewährleistet ist, dass also ungemein viele Umständlichkeiten um einen herum sind. Das heißt, es ist nicht alles mehr so easy. Man muss viel mehr organisieren als vorher. Und das ist schon eine große Belastung für unsere Mitarbeiter. Das heißt, wir haben hier einen extremen Spagat zu bewältigen im Moment und hoffen aber auch alle wieder auf ein Mehr an Normalität und ein paar Dinge, dass wieder der normale Rhythmus wieder gefunden werden kann. Sie haben es gerade angesprochen, so ein Stück zurück zur Normalität, da könnte auch der Fußball hoffentlich sein Teil dazu beitragen. Jetzt, ich habe es vorhin schon kurz angerissen, steht für uns am Sonntag auch noch unser Motto-Spieltag an, Vielfalt gewinnt, den Sie ja ins Leben gerufen haben. Nehmen Sie uns noch mal kurz mit, worum es da genau geht. Ja, das ist eine Initiative, die wir mit ins Leben gerufen haben, und zwar die Initiative Vielfalt gewinnt. Und das soll vor allem
dafür oder werben für ein gutes Miteinander unter den Menschen und natürlich vor allem gegen Ausgrenzung, gegen Diskriminierung und gegen Rassismus. Denn man hat ja quasi so in der Zeit vor Corona, war es ja in den Stadien, es waren ja immer wieder diese Hetzkampagnen überall zu sehen und zu hören. Und ich glaube auch, dass die jetzige Situation das nicht ganz ausgleichen wird, dass es nicht weg ist, ganz im Gegenteil. Und da ist es einfach an der Zeit, dass man hier Zeichen setzt. Und da wollen wir gemeinsam eben mit diesem Motto-Tag ein Zeichen setzen gegen, wie gesagt, gegen Ausgrenzung, Diskriminierung und gegen Rassismus. Genau, da wollen auch wir natürlich unseren Teil zu beitragen. Haben das Ganze noch ein bisschen ausgebaut mit einem eigenen Motto-Shirt, das wir schon vor der Corona-Krise eigentlich zum HSV-Spiel präsentieren wollten. Wir haben es dann trotzdem schon verkauft und es ist auch schon ausverkauft. Stefan, du weißt, welches Shirt ich meine. Wir waren zusammen im Sportheim, als wir Fotos dafür gemacht haben, als du es anprobiert hast. Du warst direkt begeistert von dem Shirt, von dem Spruch. Auf dem Shirt steht, weil Fü nicht Anti ist. Hat dir gefallen, ne? Ja, habe es auch mit nach Hause genommen. Nicht bezahlt, erstmal. Nein, tolles Shirt und auch nochmal zurück zu diesem Motto-Spieltag. Einfach eine tolle Aktion und ja, Ausgrenzung hat bei uns in Fürth keinen Platz und es ist wirklich eine tolle Geschichte. Ja, das ist ein perfektes Schlusswort für diesen Part, Stefan. Vielfalt gewinnt und hoffentlich wird sich daran auch nie was ändern. Zum Abschluss habe ich noch ein paar Fanfragen mitgebracht für dich, Stefan, die unsere Fans einschicken konnten, gestern und heute via Instagram Story. Und jetzt bin ich mal gespannt auf deine Antworten. Ich habe dich nicht vorgewarnt. Ich beginne mal mit der Frage: Lieber Laptop- und PowerPoint-Präsentation oder Oldschool-Taktiktafel? Ein bisschen was von beiden. Ja, also sowohl als auch. Wir versuchen auch dort immer wieder Abwechslung reinzubekommen und dass wir nicht stupide immer das Gleiche machen und deswegen ein bisschen was von beiden. Einen Tipp, den man befolgen sollte auf dem Weg zum Profifußballer? An sich glauben. Immer gut. Das ist ganz wichtig, von sich überzeugt sein und sehr harte Arbeit. Eine letzte Frage. Da ist wahrscheinlich die Corona-Zeit gemeint. Wie kann man in diesen Zeiten motiviert bleiben? Hast du vielleicht für dich so ein Mantra, das dich immer motiviert? Ja, ich bin schon ein positiver Mensch und bin eigentlich schon auch immer motiviert und deswegen, also ich muss mir jetzt nicht eine besondere Motivation aussuchen, auch in dieser schwierigen Zeit nicht. Also ich habe dir das ja auch schon beantwortet. Ich habe natürlich auch diese Zeit genutzt, um viel Zeit mit meiner Familie zu verbringen und das motiviert dann einen auch. Dann kommst du wieder ins Training, ans Trainingszentrum, hast deine Mitarbeiter, deine Kollegen, deine Jungs, meine Spieler um dich herum, die motivieren mich dann. Also ich hatte da auch in dieser Phase kein besonderes Motto. Und ja, ich bin sehr glücklich in dem, was ich tue und ich konnte mein Hobby zum Beruf machen und deswegen bin ich sehr glücklich darüber. Ich glaube, die Menschen in seinem eigenen Umfeld sind auch schon viel wert, ne, um motiviert zu bleiben. Frau Hofmann, zum Abschluss, Sie sind natürlich auch großer Fan von unserem Kleeblatt, deswegen wollen wir Sie nochmal auch in die Fanfragen einbeziehen. Haben Sie eine letzte Frage für unseren Coach? Also ich habe die Fragen ja schon gestellt und letztendlich, wahrscheinlich haben Sie das schon gesagt, Herr Leitl, sind alle gesund und sind alle wieder auskuriert und fit für den Sonntag, für das Sonntagsspiel? Das haben Sie wahrscheinlich schon gesagt, aber vielleicht können Sie das nochmal zu mir sagen. Macht gar nichts, Frau Hofmann, ich wiederhole es gerne. Es sind Gott sei Dank alle Spieler, alle Staffmitglieder gesund, alle Mitarbeiter hier bei unserem Trainingszentrum, das ist schön. In der Mannschaft ist es so, dass alle Spieler im Training sind, wobei bei Mergen Mafra wir die Trainingsbelastung nach seiner schweren Verletzung nach wie vor ein bisschen steuern müssen und steigern werden. Aber ansonsten haben wir den kompletten Kader dann auch für das Sonntagsspiel zur Verfügung. Toll.
Ich freue mich und toi, Schön, toi, toi. vielen Dank. Ja, das sind auf jeden Fall gute Aussichten und ein perfekter Schlusssatz für uns, glaube ich. Das war's für heute. Ich glaube, wir freuen uns alle, dass am Sonntag dann endlich wieder der Ball rollt. Frau Hofmann, danke, dass Sie sich reingeschaltet haben in unseren Kleeblatt-Call. Sehr gerne. Bleiben Sie gesund. Das ist Dankeschön. Das Wichtigste gerade. Stefan, danke dir, dass du unser erster Gast warst in unserer ersten Ausgabe. Mal sehen, wenn ich dann nächste Woche begrüßen darf. Und dir und deiner Mannschaft natürlich noch eine gute Vorbereitung, dass alle verletzungsfrei bleiben. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich bald. Dankeschön. Ja. Danke an euch beide. Danke an Sie, Frau Hofmann. Danke, Stefan. Ciao, ciao. Tschüss. Bis Sonntag. Tschüss.